Diese Woche hat es beim Liechtensteiner Hotel- und Gastronomieverband gehörig gerumpelt. Der Präsident, der Klaus Schatzmann, ist zurückgetreten. Der Grund sind Uneinigkeiten mit Liechtenstein Marketing. Wir haben uns als neuer Chef Liechtenstein Marketing einen Macher gewünscht. Vom Herrn Risch würden wir uns schon erwarten, dass er mehr auf uns zugeht, was er jetzt auch angedeutet hat, dass er unsere Kritik aufnimmt und in einem direkten, konstruktiven Dialog mit den Gastronomen das Vorwärtskommen vom Tourismus voranbringen will. Der Frühling soll endlich kommen. Darum wird am Wochenende mit den Funken im ganzen Land der Winter vertrieben. Das Vaduz geht zum Sonntag um 7 Uhr los. Bis dort laufen die Aufbauarbeiten aber noch auf Hochtouren. Am Sonntag sind wir eigentlich auch den ganzen Tag da und dort kommen die Leute den ganzen Tag kommen. Wir haben eine Wirtschaft, wo immer jemand umeinander ist, wo wir dann mit freiwilligen Spenden eigentlich arbeiten. Und ab dem Abend, um 7 Uhr, haben wir die Wirtschaft aufgebaut und dann wird hier kassiert. Der FC Vaduz hat nach der Winterpause wieder gut gestartet. Letzte Woche haben Spieler gegen Aarau gewonnen, am Sonntag, wenn sie Thun besiegen. Wer dabei sein will, kann sich am 14:45 den Match im Rheinparkstadion anschauen und die Shooter auch gleich anführen. Motiviert sind sie auf jeden Fall und der Trainer rechnet sich gute Chancen aus. Wir haben gegen Thun sehr gute Match gespielt in der Vorrunde. Zweimal knapp verloren, 1-0. Aber nicht die schlechte Mannschaft gewesen. Somit ja, ist auch ein bisschen die Wut im Bauch, dass wir die Matches versuchen, wieder gut zu machen, indem wir jetzt gegen Thun, dem Heimspielen, versuchen zu gewinnen.